Oh, es läuft schon. Ach, es läuft schon. Achtung, Achtung. What's up, Doc? Sehr gut. Herzlich willkommen zu einer neuen gesunden Folge Fischwolf. Was? Aber. Aber. Hase? Hasenwolf TV. Ja. So. Nicht. Letzte Woche haben wir gespielt Let's Play Magic bei Wolverus. Wir waren verwirrt. Wir haben gesagt, okay, geiles Format, haben wir nicht ganz verstanden, machen wir nochmal. Können wir vereinfachen quasi. Für die Leute, die es nicht gesehen haben. Ich darf keine Karotten mehr essen, wenn ich was rede. Sehr, sehr große Erstickungsgefahr. Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Also, im Prinzip ist es so, wenn ich angreifen will, muss ich meinem Gegner sagen, womit ich angreifen will. Und er entscheidet, ob es Face gehen darf oder erst auf den Minion muss. Oder andersrum, ob es... Also er sagt an, wo es angreifen muss. Außer es ist ein Zauber, der zum Beispiel nur Face gehen kann oder nur ein Minion angreifen kann. Genau. Aber spiele ich jetzt einen Feuerball, dann sage ich, ich möchte einen Feuerball spielen und Fischkopf darf entscheiden, wohin. Na, nicht Face, geh mal in den Minion. Genau. Oder ich sage, geh in den Minion. Genau, in welches Minion darf ich machen werden. Ja. Müssen wir doch irgendwas klären? Nein, eigentlich nicht. Also wir haben es jetzt einfach vereinfacht, indem man sagt, und man muss dann auch angreifen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Feuerball spielen und Fischi sagt, ja, setz ihn aber mal in das Minion und ich dann sag, nö, das passt mir nicht, dann mache ich es nicht, geht nicht. Genau. Also ich sage an, was ich tue, dann muss es getan werden und der Gegner entscheidet, wohin. Man muss ganz, aber nicht angreifen. Also man muss nicht, aber nachdem man es gesagt hat, schon. Genau, also es ist jetzt nicht notwendig, dass man mit dem angreift, was man hat, aber wenn man das mal angesagt hat, dann muss, dann. Dann aber. Ja, wundert euch nicht, wir haben die Decks nicht angezeigt, weil wir uns diesmal überraschen wollten. Ja. Also diesmal, weil es ist ja so, also eigentlich, was man dann rausfindet, wenn man das Deck des Gegners in dieses Layout hier reintut, ist Reno oder nicht Reno. Ja, also Fischi erkennt das eigentlich immer. Ja, und bei Wolf ist es halt immer Reno, weil es immer so lang ist. Ja. Lasst uns nicht mehr lange schnacken. Gerne. Wir gucken mal, ob Wolf wieder mal ein Wild Deck gemacht hat. Du wirst lachen? Nein. Ich bin wirklich lachen, echt? Ja, echt jetzt. Ich hab wirklich kein Wild Deck. Ich hab mir so Mühe gegeben. Hörst du mich? Kein Wild Deck. Hörst du mich? Hörst du mich? Du hörst mich nicht, ne? Er hört das mich macht nicht. Hallo? Bist du noch da? Okay, hörst du mich jetzt? Ja. Dann wissen wir jetzt, woran das lag, dass ich letztes Mal gemutet war. Ich darf meinen Fail-Sound nicht machen. Ah. Mit der Ah, ich verstehe. Okay, los geht's. Du bist aber jetzt nicht in der Aufnahme gemutet wie beim letzten Mal, nee, ja? Nee, das sehe ich ja jetzt. Das sehe ich ja jetzt zum Glück. Jetzt, ich gucke hier mit dem, wo das hier losgeht, mit dem Streifen nach rechts und es geht los. Genau. Also ihr hört mich, ne? Gut. Ansonsten vertone ich die ganze Folge, das scheint den Leuten ja eben besser zu gefallen. Ich habe mich auf jeden Fall auch köstlich amüsiert, ja. Das war, ja, im Nachhinein war es dann auch ein bisschen lustig. Okay, was ist das für ein Deck? Ist es mein Deck? Ja. Also ich möchte ankündigen, nachdem ich beim letzten Mal ja auch noch am Ende des Alternativs-Matches einen Paladin gespielt habe, möchte ich erwähnen, dass das natürlich nicht derselbe Paladin ist, sonst wäre es ja langweilig. Okay, und ich möchte kurz erwähnen, dass ich umgestiegen bin von OBS Classic auf OBS Studio, also von die Aufnahme her, auch jetzt. Das kann also sein, dass noch irgendwas nicht richtig ist. Wenn das so ist, ihr könnt mich gerne anschreien in den Kommentaren und sagen, ey, Dika, was ist los mit dem Ton? Jede Woche. So? Ja, ich werde eher, darüber müssen wir eh nochmal reden. Dass ich alles falsch mache und die Leute immer so ein bisschen Sherlock-mäßig. Warte mal, das sind ja jetzt 14 Zauber und 16. Darüber müssen wir auch nochmal reden. Genau, aber falls das falsch ist, dieser Folge ist, oder den nächsten zwei Folgen von mir, ist es erstmal wichtig, dass Ton da ist und dass man sieht, was passiert. Das ist erstmal, wenn das da ist, bin ich erstmal zufrieden.
Genau. Ja, dann können wir natürlich. Achso, ich möchte angreifen, ne? Achso, ja, warte mal, ich muss erstmal was machen und dann. Aber jetzt darf ich doch einfach angreifen, weil angreifen darf ich ja. Richtig. Ich darf nur. Du darfst nur entscheiden, wohin, wenn es mehrere Ziele gibt. Richtig. Und du hast hier wirklich einen sehr schönen One-Drop gehabt. Ja. 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 Also nochmal ganz kurz, ich entschuldige mich nochmal zum 2000. Mal. Ja, anscheinend. Ich hab's noch nicht mal geprüft, ob das stimmt, aber gehe ich mal voll aus, wenn 10 Leute das schreiben, dass meine Zauber-Minion-Ratio nicht richtig war. Wie sowas passieren kann, weiß ich nicht. Oh nein, jetzt habe ich einfach angegriffen. Lol. Weil ich gerade erzählt habe. Soll ich aussetzen jetzt, ne? Muss ich ja. Regel missachtet? Ja. So. Scheiße. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Format. Ich stelle mir manchmal vor, wie das Format wäre, wenn das Leute machen würden, die wirklich kompetent sind. Also so wie du oder andere Leute. Und dann wäre es ja langweilig. Ja. Ich war gerade so über zehnflos. Ja, ich war. Ich wollte mich entschuldigen dafür, dass ich immer alles falsch mache und dann habe ich was falsch gemacht. Das ist so super. Aber ich mache dafür nichts Spannendes, komm. Okay, ich muss jetzt aber aussetzen, das ist kacke. Ja. Aber wie gesagt, ich mache nichts Spannendes. Ja, also es lag aber echt immer wieder an diesem Last-Minute-Ding. Jetzt habe ich zu heute habe ich echt extra die Decks gestern gemacht. Und dann, lustige Geschichte für euch Leute, ist, ich habe mich übersehen, dass Wolfi zwei Vorschläge gemacht hatte, weil wir eigentlich heute zwei Folgen jeweils aufnehmen wollten. Weil du hast auch geschrieben, Vorschlag 1, Link. Und dann, ja, und dann war da so ein Text. Oder war da so ein Text? Stand Vorschlag 2. Ja, Vorschlag, irgendwie Vorschlag. Und die 1 war so ganz klein. Die hast du extra mit einer kleineren Form gemacht. Und dann war da so ein Text. Und dann war ich so, oh Gott, Wall of Text. Okay, Und dann erstmal, was ist jetzt? Heißt denn das? Was soll das? Was heißt denn das? Und dann habe ich mich so mit beschäftigt, dass ich das nicht gesehen habe, dass es eigentlich zwei Vorschläge waren. Ja, super. Hätte ich die jetzt weggemacht, wäre jetzt alles gut gewesen. Ich hasse mein Leben. Ist ja eigentlich klar, dass ich den vielleicht auch einfach nicht machen lassen hätte. Ja, stimmt. Okay. Na gut. Na gut. Ich möchte gerne angreifen. Geh face. So, bei der anderen Sache muss ich dich fragen, weil... Das ist richtig. Und weiter geht die wilde Fahrt. Die wilde Fahrt. Ich konzentriere mich jetzt aufs Spiel. Ich möchte jetzt auch mal gewinnen. Ich sag jetzt auch nichts mehr. Mhm. Ich halte jetzt meine Schnauze. Vielleicht. Mal gucken. Vielleicht. Oh, die, ne? Ja. Die Olle, ne? Die ist gut, gell? Die Olle, ne? Die okay. Macht mir Spaß. Ah, fuck! Okay. Das heißt, wenn ich etwas habe, was jetzt dein Minion nicht tötet, aber es irgendwie triggert, also irgendwie angeht, dann muss ich ja jetzt auch sagen, was es ist und du darfst entscheiden, welchen Minion das... Ja. Okay. Fuck. Ja, es ist Fuck. Okay, dann mach ich das so. Ich möchte gerne angreifen. Face. Holy shit. Okay. Badum. Genau, Fischi. Ja, wir produzieren also vor, das heißt, das, was wir heute aufnehmen, läuft die nächsten zwei Wochenenden. Das heißt, wenn ihr in zwei Wochen guckt oder anderthalb und denkt, der hat das gleiche T-Shirt an, der wäscht sich eine Woche nicht. Vorproduktion, oh du Penner, ey. Ja, ist geil, ne? Ich möchte mir das Sylvanas angreifen. Das ist eine interessante Information.
Geh in den. Geh. In den 1. Heute noch. In den 1-6er bitte, Entschuldigung. Und mit dem 3-3er greife ich an. 2-5. Das war belastend. Ich möchte mit dem 2-4er angreifen. Ja, setz den Sylvanas. Das macht mich psychisch. Ja, das Format macht einen psychisch ein bisschen kaputt. Ich möchte mit dem 3-1er angreifen. Face. Ich möchte mit dem 1-3er angreifen. Face. Danke. Danke. Oh! Oh! Ja, Kaka. Ja, ein bisschen. Ich hätte mir den zweiten sparen können, scheiße. Ja. Also, wer weiß. Wer weiß, ja, theoretisch, wer weiß. Ich möchte angreifen mit 2-3er. Ja, setz den doch mal in den Dusel. Ich meine, warum nicht? Ich meine, ich probier's einfach. Dann spielt der Double Doomsayer. Krass. Ja, rückblickend betrachtet hätte ich mir das natürlich sparen können, aber ja, mein Gott. Oh. Sitz jetzt in der Eiste. Ich denke mal, der Turn 8 war gerade ganz nice. Sieh. Okay, die Karte geht eh nur auf Minions. Oh. Nicht so schön. Nicht so schön. Tendenz geht gegen Rino. Ja, also ich möchte gerne Shadow Madness spielen. Gain control of an enemy minion with 3 or less attack until at the end of the turn. Okay, den 3-3er natürlich. 3-3er natürlich. Moment mal, warum? Hab ich erlaubt? Oh no! Ich Was war so lalalala, der Idiot. Aha, okay, jetzt muss ich wieder aussetzen. Ey, Scheiße! Was machst du denn? Greif ich einfach an, ey. Das überfordert mich. Ich kann halt immer nur so weit denken. Wow, Fushi. Wow. Fuck. Wow. Und dann hätte ich Face gehen müssen. Und das hätte mir nicht so viel gebracht. Okay, das ist einfach herrlich. Also beim nächsten Mal, wenn wir das wieder wiederholen, weil ich es immer noch nicht gecheckt habe, nehme ich Shadow Madness raus.
ich... Wow. Ja. Wow. Hallo, Emperor. Oh, ich muss aussetzen in der Runde, wo du den Emperor spielst. Du verkackst, verkackst du. Oh, Dude. Oh Gott, das tut so weh. Apropos das mit dem Aussetzen, da müsst ihr auch mal ganz kurz noch nachhaken. Weil viele Leute gesagt haben, ja, das Konzept ist doch total bescheuert. Wenn du Lethal hast, dann mach's doch einfach. Selbst wenn du danach aussetzen musst, ist ja egal, weil du Quatsch. Lethal hast. Aber Leute, es ist ja Quatsch. Wenn Fischi einen Zauber spielt und danach noch einen spielt mit dem Argument, ja, ist ihm ja egal, der kann danach aussetzen. Wie soll das funktionieren? Er darf keinen zweiten Spiel. Das wäre ja dann gegen die Regel. Er hätte ja dann gewonnen mit einer Regelverletzung. Das haben die Leute falsch verstanden. Also du kannst deinen Zug machen, wenn du willst. Ich wollte gerade sagen, lass mal kurz, bevor du erklärst. 5-5er greife ich an. Achso. Faith. Die Leute haben das falsch verstanden, weil sie dachten, okay, in solchen Fällen, wie jetzt gerade, man macht einen Fehler und man muss nächste Runde aussetzen. Das wäre theoretisch möglich. Wäre natürlich ein riesen Arschloch-Move. Und man müsste eigentlich so tun, als wenn man das aus Versehen gemacht hat. Weil wenn man mit Absicht einen Regelverstoß macht, dann hat man halt eigentlich verloren. Eben. Gerade wenn man jemanden tötet. Das ist eigentlich selbstredend. So, warte mal, jetzt muss ich hier Sachen machen. Ja, das ist ein riskantes Play, aber nachdem du schon eine Holy Nova gespielt hast, hoffe ich, dass du die zweite nicht auf der Hand hast. Also wir machen auf jeden Fall das hier. Also das geht auch nur auf einen Minion, deswegen muss ich nicht fragen. Ja, ja. Und das hier. Und ich würde mit dem 4-5er angreifen, bitte. Ja, geh Face. Aber ich frage mich auch gerade schon wieder, warum Fischi? Und wenn ich explizit gesagt, in dem Format ist Taunt verboten, weil ich jetzt alles da reinrödeln muss. Ich habe in diesem Deck extra, weil da auch ein Taunt drin war, es extra vorher noch geändert, dieses Deck. Und Fischi macht wieder, was er will. Unglaublich. Wir hätten noch mal reden müssen. Wieso? Das war doch klar. Taunts sind verboten. Das war ja eigentlich fast klar. Aber anscheinend war es mir ja nicht klar. Auch in der letzten Folge schon nicht. Ja, dann kann ich jetzt traden, wie ich lustig bin. Ja. Fuck. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Du musst mich ganz schön hassen. Ohne es zu sagen. Ich wollte noch ganz kurz zu Ende sagen und die Leute dachten dann, das ist was anderes. Aber lass mich mal schnell meinen Zug machen. Ja, 3-1 mach angreifen. 3-1er? Ja. In den 4-5er bitte. Greife mit dem 1-1er an. In den 4-2er bitte. Ich greife mit dem 1-1er an. In den 1-3er bitte. Oh! Da freut sich aber jetzt einer. Die Firma dankt. Ja, und das andere war halt anders. Das war nicht mit Fehler machen und dann aussetzen, sondern wenn du auf der Karte, also auf der Hand, keinen Zauber hast, obwohl du ein Spiel müsstest, dann musst du halt den Rest der Runde aussetzen. Das war nochmal eine andere Voraussetzung quasi. Genau. Und kam beides zusammen, aber im Endeffekt, wer ein Arschloch ist, ist ein Arschloch. Ja. Und wer ein Idiot ist, ist ein Idiot. Das wäre dann ich, übrigens. Hi. Wow. Wow. Okay, da kann ich dich jetzt nicht fragen, das passiert einfach. Okay. Oh Gott, ich bin jetzt so verunsichert. Ja, war ja klar. Es tut mir leid, Leute. Ich muss, weiß ich nicht, was ich machen muss. Vielleicht brauche ich einfach ein neues Gehirn. Ich kaufe ein. ich greife mit meiner Waffe ein. Oh, ist ein 1-13er geworden. Geh mal in den 1-13er, bitte.
Das ist mein goldener Raggi. Ja, Bibi, Baba, Baggi, Bibi. Echt? Ja. Den nimmt er für den Jaws? Nicht schlecht. Das danke sehr. Richtig. Danke assi. Sehr. Ich greife mit dem 1-9er an. Einen 3, 2, nee, warte. Face. Sleep. Das gibt's, der zieht dann auch noch, ey. Der sieht cool aus. Ja, der sieht cool aus, in der Tat. Oh, jetzt hat er schon wieder so ein scheiß Glück, oder was? Nö, aber es ist ein geiler Turn. Ich, oh, fuck you, bitch! Wow. Oh, Hero Power vergessen. Oh, bitch. Okay. Fischi, damit, ja? Haben wir quasi das mit dem Taunt wieder gut gemacht, ja? Oh, du hast einen Taunt drin! Ich hatte extra in dem Deck einen Taunt! Ich hatte extra in dem Deck einen Taunt, den ich rausgenommen habe! Ja, ja. Wow! Aber offensichtlich habe ich einen anderen Taunt. Was für eine gemacht. Lüge! Er da! Er... Wo ist er? Wow. Okay, jetzt fühle ich mich nicht mehr so schlecht. Danke, das hilft mir. Jetzt fühle ich mich... Aber der Taunt ist halt ein bisschen schlimmer als meiner. Aber den hast ja du jetzt. Ja, und glücklicherweise. Alter. Alter. So, ja. Jetzt muss ich was probieren, wo ich nicht weiß, ob das richtig funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Weil sonst höre ich mich sonst nicht am Arsch. Okay. Okay? Okay. Okay? Yes. Okay. Wow. Yes. Ich brauch dich jetzt nicht fragen, wo ich angreife. Aha. Oh. Oh. Alter, sick play. Das war ein sickes Play. Gut, dass ich dein Taunt mit dem dummen Schild hatte. Und der scheiß 8-8er fucking Heal Lord of... Lordschaft, wow, wäre jetzt eine harte Nummer gewesen sonst. Das könnte echt jetzt dieses Match bringen, ey. Ich würde halt gern mal wieder gewinnen. Es ist tatsächlich etwas, was ich anstrebe. In letzter Zeit. Ich hoffe, die Aufnahme ist in Ordnung, ey. Fuck my life, Mann. Endlich. Endlich mal. Oh, dann darf ich ja auch nicht den Twin Emperor spielen. Nee. Scheiße. Oh, wie kann man nur so blind dieses Deck erstellen dann? Man ist dann so, haha, haha. Oh, nicht. Es kann nicht wahr sein, ne? Es kann nicht wahr sein, ey. Ja, heil dich doch nochmal. Ja, muss ich ja. Ja, muss ich ja. Jod. Oh, nee. Oh. Oh, du Lacker, ey. Lacker? Ja, sei froh, dass du es dir mein Shield hattest, sonst wäre der weg gewesen. Ja, aber wer hätte den 4-2er noch gehabt, wäre auch nicht weg gewesen. Das war doch nicht Glück. Das ist halt der Minion, der hat halt das Schild. Oh, du Lacker. Wow. Okay. Wow. Wow. Wow, du sagst es. Der kommt der Pisser. Er ist auch so unglaublich. Oder hat er auch noch die... Oh Gott. Was? Ich greife Face, bitte. Oh, gut, dass ich das gerade entscheiden konnte, ey. Ich greife mit dem 3-1er an. Face. 4-1er. Minion.
Ja, das habe ich befürchtet. Zu Recht, wie man sieht. Scheiße. Scheiße. Wenn du jetzt Luck hast, 10 Karten hast du noch und dann ziehst, hast du gewonnen. Oh. Mit der Waffe kann ich jetzt nicht angreifen, weil ich sonst einen 7-9er traden muss. Das ist ja auch bescheuert, ey. Könnte passieren. Scheiße, ich weiß nicht, wie ich das Match gewinnen soll. Ich finde das schön, wie dedicated du da immer bist. Hi. Ich hoffe mal, du ziehst ihn nicht. Ich greife mit der Waffe an. In den 1-1er. Ich greife mit dem 3-1er an. In den Blatthof. 1-1. Blatthof. 7-9. Blatthof. Ich spiele ein Disciple of C'Thun, der 2 Schaden macht irgendwo. Geht in den 4-5er. Ich habe eine Überraschung für dich. Es war, ist keine Überraschung. Wusste er! Das wusste ich tatsächlich, ja. Habe ich mir gedacht. So, die Reihenfolge von mir war, glaube ich, kacke. Aber ich glaube, so oder so hättest du es immer so gemacht, dass es ungefähr so ausgekommen, wie rausgekommen wäre. Oder hatte ich eine andere Chance? Ich glaube nicht. Also ich glaube, der 7-9er wäre immer in deinen Kern reingegangen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh! Okay, da werde ich wohl als erstes reintraden müssen, nehme ich an. Hier ist die Reihenfolge wirklich sehr interessant. Ja. Also ich greife jetzt mit dem 7-5er an. Ich habe auch eine tote Karte auf der Hand übrigens. Das ist eine gute Frage, was wir da machen. In den 1-1er. Ich greife mit dem 4-6er an. In den Herrn Blatthof. Das war schlau. Und die anderen beiden wahrscheinlich in den 3-4er, richtig? Ja. Okay, noch nicht. Mir läuft so ein bisschen die Zeit davon. Sí, señor. Aber dass du dich wieder auf 26 geheilt hast, finde ich krass. What the fuck? Mit der toten Karte ist es jetzt ein ganz schönes Problem. Habe ich verloren? Habe ich fucking verloren? Fucking Enzoth, ich hätte früher gewinnen müssen. Ja. Ich hätte schneller gewinnen müssen. Das habe ich verloren, auf jeden Fall. Oh mein Gott! Ich hätte, ich hätte das nicht mehr gewinnen können eigentlich, aber... 4-2er. 4-2er geht rein in die Sylvanas. Oh shit. Oh nee, die Sylvanas! Oh fuck my life! 7-6er!
Geht in den 6-6er. Ah, shit! Okay, immerhin ist er tot. Okay, 3-4er. In den Blatthof. Warte mal. Muss ich jetzt, weil ich es schon gesagt habe? Ja, eigentlich ja, wenn du es nicht willst, dann okay. Weil du schon was gesagt hast. Was hattest du gesagt? Nein, ist okay. Dann, wenn du es nicht möchtest, dann lass es. Darf ich es nicht möchten? Wo hast du es? Okay, dann mach ich es nicht, mach, okay? Mach Endturn. Ja, ist okay. Der Endsurf ist so krass am Ende. Man muss vorher gewinnen. Ja. Ja, wir traden mit der Sylvanas. Faith. Na, wer hätte das gedacht? Fuck my life! Ja, also meine Karte auf der Hand, die ich gehabt hätte, die jetzt nicht so ganz erlaubt ist. Obwohl ich die gerne spielen würde nach deinem komischen Taunt mit Schild und Waffe Death Rattle. Wir greifen mit Enzoff an. Der geht bitte hinein in die 3-6. Wir greifen mit dem 1-1er an. 3-4er. Ah! Okay, zu spät. Mein Schuld. Greifen mit dem 3-1er an. Face. Greifen mit Blatthof an. Face. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sei üble Scheiße. I have no time for games. Oh, nee. Oh Gott. Wer weiß? Wer weiß? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche eine gewisse Karte. Oh. Shit, Bro! Und das ist, das hier, meine Damen und Herren, ist immer noch die erste Runde. Ja, ja. Wir greifen mit dem 1-1er an. In den 3-3er bitte. Greif mit dem 3-1er an. In die Sylvanas, bitte. Und jetzt watch this. Oh, oh. Fuck my life. Ist nicht dein Ernst. Scheiße. Ist nicht dein Ernst. Greif mit dem 6-5er an. In Sylvanas, bitte. Oh, fuck! Ja, ich hab keine Zeit mehr. Nein! Ja. Du kriegst sie wieder zurück, lol. Nein! Oh, das ist jetzt nicht deren Ernst! Oh, das war ein ganz netter Play. Ja, ich, keine... die... oh. Ich wollte noch angreifen mit Enzoff und Blatthof, aber ich hatte keine Zeit mehr. Ja, sorry, ich... Oh. Oh. I wonder. Ja, musst du Cthulhu ziehen, dann gewinnst du ja trotzdem. Das ist nicht so gut. Na, ob, da wäre ich mir nicht so ganz sicher. Okay, wir greifen mit dem 3-1er an. Vier-Fünf, bitte. Danke. Ich hasse dich. Ich hasse dich. So richtig, so aus tiefstem Herzen. Ist okay. Somit, ich mache auch keinen Spaß mäßig, sondern richtig Hass. 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 Okay, okay. Oh. Ja, hältst du jetzt mal Reno, wa? Hatte bitte Didi. Holy shit, ey.
Das war mal ein Match, ey. Krasser Scheiß. Okay, ich würde natürlich jetzt ein anderes Deck nehmen, weil wir das Konzept ja schon mal gespielt haben, damit es ein bisschen lustiger und spannend wird. Muss ich nur ganz kurz was ändern. Bei einem anderen Deck muss ich nämlich die Tons rausnehmen. ja, darf ich das jetzt auch schnell machen? Klar. Fuck my life. Ja, so ein bisschen. Oh, 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 oh. Alter. So, also live on air machen wir jetzt hier noch ein paar kleine Änderungen. Ja, das dauert auch gar nicht lange. Nee, wird aber ziemlich gut. Das wird aber ziemlich gut. Den, 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 da, 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 da. Was? Den, den, da, 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 da. Genau da, das. Da, da, da. Da, 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 da. Scheiße. ja, dann, bin ich fertig. Oh, ich habe noch eine Karte, darf ich noch reinsetzen? Oh, warte mal. Oh no! Er darf noch eine Karte reinsetzen! Dafür setzen wir eine Heroes of the Stormbrille auf. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Okay. Hast du? Ja. Einladung bitte. Geh los? Einladung bitte. Kommt. Und ich möchte mir übrigens sagen, nochmal, kein Wild Deck. Der Typ, ey, gewinnt mit ohne Wild Decks. Das ist unglaublich. Aber es ist eine gewisse. Eine gewisse Ähnlichkeit in deinen Decks, die anscheinend immer wieder klappt. Ja, okay. Der Endsoft zum Beispiel kam jetzt ein paar Mal in verschiedenen Versionen, die wir gespielt haben. Und es ist ja auch ganz verlässlich eigentlich. Geht's, ja. Wenn du ein langes Deck, wenn du ein langes Spiel spielst, aus irgendwelchen Gründen, weil dieses Format das irgendwie vorgibt, und dann spielst du am Ende ein Endsoft. Ja. Könnte ich mir vielleicht abgucken, ne? Hast du gesehen, was hier gerade am Anfang passiert ist? Nee, ach so. Okay. Oh, ja, jetzt gerade, jetzt wo du sagst, ja, ich hab so im Augenwinkel, ich hab gerade über Sachen nachgedacht. Okay. Ich hab gerade über Sachen nachgedacht. Ich hab darüber nachgedacht, wie wir das machen mit dem Spoilerschutz. Weil wenn wir dann doch mal so ein Match machen, ey, und wir haben heute nicht so viel Zeit. Ja. Vor allem, weil wir 4 Folgen aufnehmen müssen. Ja, ich glaube, das wird einfach vielleicht heute wegfallen, weiß ich noch nicht. Ja, kann sein. Vielleicht solltest du einfach was dranhängen. Dann ist aber jetzt wieder so riesig. Was ich nicht verstehe. Alte Meckerziegel. Du machst einfach nur einen schwarzen Bildschirm hinten ran mit ein paar weißen Buchstaben und plötzlich ist das nicht mehr 2 GB groß oder 10. Hä? Okay, diese Runde gewinne ich. Oh, was ist aber, wenn ich jetzt gewinne? Dann müssen wir ja ein Entscheidungsmatch machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist richtig. Baron Rivendare, oh Gott. Ich spiele ein Disciple of C'Thun, der 2 Schaden macht. Face. 3-4er angreifen. Mit was? Mit dem 3-4er. Face. 1-1er. Minion. Alter, ich hab mich gerade gefragt, warum zum Fick ich Baron Rivendare in diesem Drecksdeck hab. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und nachdem ich dann nachgedacht habe, ist mir eingefallen, oh, wir haben ja so eine hübsche Karte wie Prinz Valkasar gehabt. Hey. Hä? Ach so. Ach so, okay. Ach so, da kommt er her. Ich dachte, deswegen hast du gespielt. Und dann dachte ich, wieso spielt er denn jetzt deswegen? Ja, total dumm. Wir greifen mit der Waffe an. Wir greifen mit der Waffe bitte Face an.
Oh! Fucker, jetzt. Oh, nicht schlecht, der Specht. Nicht schlecht, der Specht. Muss ich sagen. Ganz ehrlicherweise. Die ich gerade noch so reingetan habe. Wow. Weil mir eingefallen ist, die ist, glaube ich, in dem Format ganz gut. Funnel Cakes. Uff, da liegt ganz schön viel auf dem Board. Ich greife mit 2-1er an. Warte, jetzt kann ich doch abbrechen. Oder? Klar. Du hast noch nichts gesagt. Ja. Gar nichts. Jetzt kommt von dir Whirlwind und dann weine ich mich in den Schlaf. Warum? Wobei, es wäre gar nicht so gut für dich. Whirlwind wäre gar nicht so gut. Nee. Ich hasse Fischwolf. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich dieses Scheißformat ausgedacht? Gute Frage. Justicfuck? 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 Sag mal, traut sich jetzt keiner mehr anzugreifen? Mega gut. Ah! Oh! Keiner greift an. Oh, lol, ey. Jetzt wird's richtig geil, pass auf! Nein! Pass auf! Mach jetzt keinen Scheiß der Scheiße! Mach jetzt keinen Scheiß der Scheiße! Pass auf, das wird super witzig! Ich möchte das nicht! Oh! Diese Karte macht das ganze Konzept kaputt! Das ist geil! Das ist mega geil! I love it! I love it. Oh, finde ich richtig gut. Das heißt, ich kann jetzt angreifen, wie ich will, weil du kannst eh nicht bestimmen, was passiert. Doch, ich muss doch sagen, in welche Richtung es geht, damit es dann klappt oder nicht klappt. Ach so. Ja, schnell. Okay, ich greife mit der Jessica an. In den 2-1er, bitte. Ach so, okay. Ja. Nein! Ich greife mit dem 1-6er an. In den 1-1er. Kacke! Das ist das Kacke, Alter! Also, ich find's eigentlich ganz gut! Es ist sehr witzig. Ich möchte mit dem 2-1er eingreifen. In den 1-3er. Ich möchte mit dem 1-1er angreifen. In den 7-6er. Holy shit. Ich greife einfach an, ja? Okay. Holy shit. Uiuiui. Respekt, Bro. Nee. Ich möchte mit der Waffe angreifen. Face. Habe ich mich schon mal vorbereitet im Gehirn.
Aber der Ogre war richtig geil. Also fette Props an den Ogre. Der war lustig, ne? Oh, oh. Oh. Sie sind ja! Ja, das ist natürlich kacke jetzt. Ja. Das ist natürlich Wurst. Das ist jetzt natürlich Wurst. Ich möchte mit dem 2-1er angreifen. In den 2-3er? Ich möchte mit dem 3-2er angreifen. Face. Ich möchte mit dem 8-4er angreifen. Face. Okay. Klug. Von dir. Uh-oh. Ich möchte Slam spielen. Oh, Slam gibt nicht Face, ne? Richtig. In 3-4er bitte. Fuck. Okay, jetzt wird's interessant, verstehst du? Ja. Da liegt ein 16-8er, das macht mir sehr viel Angst. Jetzt muss ich eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Oder... Nee, gar nicht. Meh. Gott sei Dank, ey. Ich möchte mit dem 4-5er angreifen. Face. Du kriegst so viel Schild, ne? Ist richtig. Oh! Fuck my life! Das sind echt schwierige Entscheidungen. Mega. Alter, hast du viel Leben. Du hast ein 32-8 auf dem Board, Mann. Okay, ich mache einfach jetzt Run for it, okay? Einfach fuck it. Ah, kann ich nicht. Oh Gott, ich bin so dumm. Okay, anderes Spiel. 4-5er, also ja, 4-5er, der normale. In den 6-6er. Der Cairn Bradhoof greift an, bitte. In den 6-6er. Also, ja, in den 6-6er. Okay, dann greift der... Oh nein, ich spiele nicht im Hodino, warum? Dann... kommt die Hodinoa. Ich bin so dumm, du hättest wahrscheinlich nicht mal gecheckt. Ich hab's gecheckt, ich wusste nur nicht die Reihenfolge. Okay. So, 3-3er. Face. 3-4er. Face. 32-8er, hab ich noch nie gesagt. Ja, in den Bran. Bran. Ich wusste noch nicht die Reihenfolge. Spätestens nachdem du zwei deiner 6 Leben-Minions auf 2 Leben reduziert hast, war mir natürlich klar, dass ich die Hodinova spiele. Ja, klar. Ich dachte erst Mind Control auf den 6-6er, aber das konnte ich ja nicht aussuchen. Da hättest du mir einen 3-1er gegeben oder was du da hattest. Stimmt, ja.
Okay, jetzt machen wir es einfach ganz simpel. Nein! Zerstör nicht mein Leben! Ich hasse dich! Ich hasse dich so sehr. Ich, ja. Wirklich, ich, also dieser Hass, ne? Dieser Hass! Was ist denn so mit dir? Real! Und dann geht man 32er flöten, ey. Er hätte jetzt 64! Ja, der hat Sleeper gehabt. Deswegen musste ich jetzt Brawl spielen. Ich habe so viele Turns hinausgezögert wie irgendwie möglich, aber. Ne? Ne? Ich möchte gerne angreifen. Fuck! Ja, geh ins Minion. Bringt nichts mit dem Heilen. Naja, doch. Theoretisch schon, ja. Doch, doch. Ach so. Nee. Bringt so. Sogar nichts. Weil. Shield Slam mit 32 auf den 2-3er. Oh Gott. Immerhin haben wir jetzt nicht mehr so viele Fehler gemacht wie am Anfang. Also ich. Ja. Fuck, ey. Okay, es müsste eigentlich gehen. Du kannst das die letzte Chance nicht gewesen. Machen. Ja, egal, fuck it. Ah, car fucking soon. Nicht schlecht, Herr Spechtchen. Und du kannst es nicht mind-controllen, weil ich das bestimmen darf, was du mind-controllst. Weil ich das bestimmen darf. Eigentlich will ich es nicht spielen, weil wegen Angst vor Mind-Control, aber so geht's ja aktuell. Ja, das stimmt. Ich muss ihn jetzt spielen. Ha. Ach. Wir greifen mit C'Thun an. Face. Okay. Oh, da hat er doch nur eine Thermometasche. Ich fass es nicht. Als wenn der irgendwer mitgeschrieben hätte, als wir eben gespielt haben. Und dann, ah ja, okay. Mhm, oh, ja, alles klar, okay. So, wir haben schon mal kein Mind-Control. Oh nein! So eine Art Mind-Control. Ja. Oh, um was ich jetzt alles rumspielen muss. Sagte der Typ mit 55 Leben. Ich greife mit C'Thun an. Nein, warte. Ich greife mit dem. Nein. Ich greife mit C'Thun an. What now? Face. Ja. Okay. Ich greife mit Low-Type an. 4-6er. Nein, stopp! Alter. Denn die Sylvanas, bitte. Yes! Oh, fuck my life! Ja, genau, no variant! Oh, the light is real. Fuck my life. Fuck my life. La 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 la. Ich möchte mit dem 4-6er angreifen. Varian? 4-2er rechts. Also der ohne Schild. Der ohne Schild geht in den C'Thun. Wow, fuck my life. Und der mit? Geht in den Prinz. Der in der Mitte, nee, der rechts, der 5-6er. Ja. Ja, ungünstig laufen wir jetzt. Okay, wo geht mein Endtum rein? Choose an enemy minion, shuffle into your deck. Ja, Prinz Malkasar. Ja, klar.
Ja, natürlich, alles natürlich. Andere wäre total dumm. Und damit bin ich tot. Und damit habe ich gewonnen. Und damit hast du gewonnen. Wow! Nee, okay. Hast du nicht. Nö, habe ich nicht. Stimmt, habe ich nicht. Es sei denn natürlich, ich spiele jetzt einfach meinen Shield Slam. Ja. Versuchst du jetzt Mindgames, dass ich sage, ach so, ja, dann gebe ich jetzt auf. Oder hast du es wirklich, du Penner? Okay, pass auf, wir machen es witzig. Nee, wir machen es schnell, wir haben keine Zeit. Ich hab euch jetzt gerade gezeigt, ich kann auch ohne Reno, ne? Oh nein! In beiden Matches. Nimm deinen scheiß Reno-Piss weg! Ich rede doch gerade davon, dass ich ohne Reno kann. Im ersten Match habe ich nicht gebraucht und hier auch nicht, du Idiot. Also, Disciple of Cthulhu geht wohin? Faith. Why? Ich beende das Match als HC-Boss mit 66 Leben. Oh ja, spiel einen schönen Song für uns. Das ist der Vulvarus Hass-Song. Vulverus ist kacke. Wir alle hassen Vulverus. Vulverus, Vulverus. Einfach nur Hass. Hass. Hallo Fischi, hab dich auch lieb. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Damen und Herren. Anscheinend, und entweder Herren, kommt jetzt hier gleich ein Spoilerschutz-Bildschirm oder ihr müsst einfach mal damit leben, dass ihr, wenn ihr jetzt geguckt habt, wie lange das Video ist, ihr selber schuld seid. Ja, es ist doch nun mal so. Ich bin einfach jetzt sauer und ich... So. So. Schön, ich hab nicht den Autofokus an, aber anscheinend bin ich hier schon unscharf, oder was? Also ich finde dieses Konzept des Matches immer noch ultra geil. Ja, ich will das aber nie wieder spielen, sowas. Das ist mir viel, mein Gehirn platzt, aber ich kann bei sowas nicht gewinnen. Okay. Ich bin schon beim normalen Hearthstone schlecht. Ich hab Karotte. Ist dein Bart nicht. Morgen. Hi. Bei Vulverus auf dem Kanal. Ja. Link dazu ist in der Beschreibung, wenn ihr rübergeht, einfach mal gucken und so. Da spielen wir, was spielen wir da? ABC. Möglich. Nee, oder? Ach so, dachte ich. Vielleicht spielen wir auch das andere zuerst. Echt? Weiß man doch nicht. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen, klickt auf den Link und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss! Yeah, tschüss! Ich hasse dich.